hier noch irgendwas, was wir brauchen? Das ist. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, nur Idioten fallen auf die Sache mit der Druckplatte herein. Und okay, das war jetzt bei ihm vielleicht da keine Absicht und so, aber es hätte nicht sein müssen. So, wichtig ist, dass wir jetzt hier unser Zeug sauber nach Hause tragen. Möglichst schnell. Wir sehen ja hier ungefähr, wie hoch wir sind. Interessant. Interessant. Er zeigt da irgendwo seine Karte noch an. Das ist jetzt seltsam. Wir sind hier auf selber Höhe wie unser Haus und deshalb geht's jetzt zurück. Ein bisschen Eisen haben wir sogar auch noch gefunden. Jetzt wird hier zurückgerannt. Oh, oh, ja. Ich vergaß, dass die Dinger ja wehtun. So, noch ein bisschen was gegessen. Jetzt geht's hier zurück. Und hier ist noch so ein großer Berg. Ich habe ständig so Ideen, da könnte man das drauf bauen, da könnte man das drauf bauen, aber ich bin ja halt nur im Survival. Und da kann man eben nicht das alles umsetzen. Ja. Jetzt ist ja sowieso wieder so wie normales LP und so, und da kann ich auch mal über so ein paar andere Themen reden. Und zwar habe ich mir auch so ein bisschen überlegt, was man vielleicht was so in Zukunft. Ja, da kann ich euch mal erzählen, wie mein Kanalkonzept so in Zukunft mal aussieht. Ich werde das noch mal in einem extra Video benennen. Oh, was ist das? Oh, okay. Und zwar werden jeden Tag zwei Videos kommen, zwei LP-Parts. Und ich hoffe, dass ich das auch auf Dauer hinbekomme. Und zwar ein Sendeplatz um 18:30 Uhr und ein Sendeplatz. Ich nenne es jetzt einfach mal Sendeplatz. Damit kommen wir so schön mit dem Fernsehen. Ich weiß, das hört sich an wie Fernsehen, aber es ist im Prinzip so. Oder da ist ja auch so eine Entwicklung da und bla 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 bla. Hier wie. Also um 19 Uhr, also um 18:30 Uhr und 19:30 Uhr. 18:30 Uhr soll eigentlich jeden Tag ein Led Zettel-Part kommen. Und ich hoffe auch, dass ich das hinbekomme. So, und wir sollten uns das mit der Tiger da hinten merken. Und mit den ganzen Mobdörfern und vor allen Dingen auch mit dem Dschungel. Und ja, also es kommt jeden Tag 18:30 Uhr eigentlich ein Led Zettel-Part, das ist soweit geplant. Und es ist umsetzbar. Sieht man ja auch hier gerade wieder eine. Ich glaube, bisher ist die Aufnahme einstündig. Ja. Eine Stunde nehmen wir jetzt etwa auf. Und dann. Ah, hier ist ja schon der Dschungel. Ja, wenn man rennt, da kommt man ja auch relativ gut durch. So. Nehmen wir noch ein paar zusätzliche Kakaobohnen mit. So. Ach, ist das hier unser Dschungeltempel? Ja, ich glaube das. Hä? Oder ist das etwa noch ein anderer? Also wenn das noch ein anderer ist, dann wäre das auf jeden Fall schon mal sehr schön. Nein, es ist der, wo wir auch waren. Er hat schließlich da in die Decke reingegraben. Aber so weit ist das dann auch nicht hier, wenn man hier bedenkt, so breit scheint ja hier dieser Dschungel auch. So breit scheint ja hier der Dschungel dann auch nicht zu sein, sondern nur ein relativ schmaler Streifen. Muss man mal bedenken. Oder muss man mal so sagen, passt.
Man muss jetzt zwar auch ein Stück durch den Dschungel, aber man kommt ja im Dschungel, wie man jetzt hier ja auch sieht, schlechter voran als in der Wüste. In der Wüste kann man einfach durchrennen und hier muss man sich da so ein bisschen durchkämpfen. Und ja, sobald wir im Dschungel sind, können wir wieder den Rest mit können wieder den Rest mit dem Boot fahren. Und ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber können wir den Rest mit dem Boot fahren, dann sind wir ja schon fast wieder da. Dann baue ich sogar noch ein Stück weiter an meiner Mine. Weil dann können wir nämlich endlich, dann kann ich nämlich schon mal anfangen, das Minengebäude zu planen und lege einen kleinen Wald an für das und weitere Dinge, die da übrigens geplant sind, ist Anlegen eines, also von meiner Seite geplant sind, ist das Anlegen eines Villager-Dorfes. Also ein eigen Villager-Dorf, Marke Eigenbau, soll gebaut werden. Solche kleinen, ein paar kleine Häuser, ein paar große Häuser. Und dann sollen da Villager wohnen. So etwa ab dem Gebiet, wo. So etwa ab dem Gebiet, wo die Mine ist. Ich überlege noch, was genau ich mit dem Minengebäude mache. Also ob das jetzt schon ein Villager-Haus werden soll. Aber ich denke schon. Und diese Häuser sollen natürlich auch alle voll eingerichtet sein und so weiter. Und dann. Hier sind die beiden Fackeln, die ich zurückgelassen habe. Und wir sind. Haha, wir sind hier. Es ist halt eine ganze Menge Bootsfahrt dabei. Ansonsten, wir haben jetzt fünf Tropen. Fünf Tropen. Holz, fünf Truppen, Setzlinge. Ja, holzen wir mal den Baum hier noch ab. Oh, wir sollten vielleicht vorher hier irgendwie hoch und dann abholzen. So. Und unsere Eisenaxt hat ganz schön gelitten. So, hoffen wir mal, dass hier noch ein paar mehr rauskommen. Ein paar mehr Setzlinge. Damit wir da einfach auch ein bisschen was haben. Wie gesagt, es ist ein gutes Nutzholz. Also zum Beispiel, was ich mir jetzt damit vorstellen könnte, was man damit macht. Man baut halt eine ganze Menge davon an. Und was man wegschmeißen kann, was man nicht unbedingt braucht und dafür das Tropenholz nehmen. Vielleicht die Holztür. Ja, die Holztür. Das Holz, was wir hier haben, das ist, daraus kann man 10 Holztüren machen. Ja, also für Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sticks, Türen, Zäune. Für alles sowas Tropenholz zu verwenden, ist es eigentlich auch sinnvoll, Tropenholz zu verwenden. Ist halt ein gutes Nutzholz. Man kann es in diesen großen Bäumen in ziemlich hoher Anzahl kriegt man das. Und keine Ahnung, Holzkohle würde mir auch sofort einfallen, was ein guter Verwendungszweck für wäre. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 6 Stück. Okay, naja. Belassen wir es dabei, fahren wir aus dem Chunk raus. Ja, das geht ja da. Oh, nein, wir gehen erstmal noch ein bisschen am Strand spazieren. Ich muss die Aufnahmen noch ein bisschen strecken, ich brauche Parts. Nein, ich will auch sehen, was hier noch so ist. Oh, wie schön. Hier ist noch ein kleineres. Hier ist noch ein kleinerer See. Ein Ozelot! Stimmt, eine Miezekatze wäre eigentlich auch was, was man sich später mal noch anschaffen könnte. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Boot heraus und fahre dann hier mit dem Boot ein bisschen rum.
So. Wo wir ungefähr hin müssen, wissen wir ja. Wir fahren mal hier an der Küste noch ein bisschen entlang. So, ja, das also, das, die Sache mit dem Villager-Dorf ist geplant und ich verhaspel mich ja ständig und ja. Ist schon okay. Oh. Großer Dschungel. Ich glaube, das Zurückfahren dauert lang genug. Ja, was gibt's denn da noch? Ich überlege gerade. Ach ja, genau. Also hier jeden Tag einen LP-Part und dann habe ich mir überlegt, alle 2 Wochen Sonntag, also jeden Tag 2 LP-Parts. Ich bin heute. Ja, bitte verübelt mir das nicht. Es ist 22:13 Uhr. Und ich mache im Moment Praktikum und das ist anstrengend. Und das ist auch anstrengend. Es ist interessant, aber anstrengend. Und so. Ja. Falls ihr fragt, wo ich Praktikum mache, im Moment bei einer politischen Partei. Ich werde nicht sagen, welche. Ihr könnt nur mal raten, in welche politisch, welche polit, po, poh, ich, das ist, welche politische Partei würdet ihr denn mir zuordnen? Was denkt ihr? Seid ruhig ehrlich, lebt euch in den Kommentaren aus, lasst dort eine politische Diskussion entstehen, wenn ihr wollt. Von mir aus auch, wenn ihr nicht wollt. Ja. So, jetzt können wir die Nacht über Boot fahren. Und dann, wenn es Tag ist, sind wir vielleicht wieder da. Wir können ja mal gucken. Da und wir müssen zu X, nur um zu sagen hier, wie ich mich hier auch auf der Karte orientieren kann. Wir müssen zu X minus 800. Also noch ein bisschen mehr als ein Kilometer. Ich frage mich ja, wann wir wieder auf der Karte zu sehen sind. Wäre mal interessant. Ja. Jetzt sind wir wieder auf der Karte zu sehen. Da oben. Und jetzt ist es noch etwa 1 Kilometer. Oh, das sind. Aha, es schaut so aus, als hätte die Karte einen Durchmesser von 2 Kilometern. Also ist das sozusagen so ein 2 Kilometer-Umkreis um unser Hauptlager. Je nachdem, wenn wir Lust haben, das alles zu erkunden. Normalerweise zu GK Kingdom Zeiten bin ich immer so hobbylos gewesen und habe das gemacht. Und so, aber ja. Ich glaube, ich tue einfach, damit ich auch mir die Zeit vertue und nicht hier durch den dunklen Wald muss, die paar 100 Meter. Werde ich, glaube ich, hier den Zipfel da unten drumherum fahren. Auch um auf unsere Karte eben auch noch ein bisschen mehr zu kriegen. So. Ach ja, wie schön. So, was hätten wir dann noch? Ach ja, alle 2 Wochen 12:30 Uhr. So, alle 2 Wochen 12:30 Uhr soll ein. Da ist unser Boot. Unser schwebendes. Ehemals schwebendes. Alle 2 Wochen soll halt ein. Sonntags 12:30 Uhr soll halt ein spezielles Video kommen. Mit spezielles Video meine ich, keine Ahnung. Ich würde jetzt vielleicht darunter den Trailer für Spellforce Special würde ich darunter zählen. Oder halt sowas wie ein Vlog oder ein Film oder sowas. Alles, was halt auch ein bisschen mehr Aufwand ist. Was ich zumindest denke, was ein bisschen mehr Aufwand ist. Also, so ein Vlog oder ein Film oder so ist ja dann schon auch vom
Jetzt habe ich Schluckstoßen, ganz toll. Ist ja auch vom Schneiden her und so weiter auch mehr Aufwand und ja, das würde ich dann wahrscheinlich dazu machen. So, alle 2 Wochen 12:30 Uhr. Wann ich das anfange, weiß ich noch nicht. Hiermit sei es mal angekündigt, dass ich das machen will, aber wann ich das mache, weiß ich noch nicht. Das sind dann wahrscheinlich auch Projekte, die ich zusammen mit anderen mache. Vielleicht mit Leuten, so die so mit, vielleicht ein paar, frage ich so ein paar Leute von meiner Schule und so und.